Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Menti-Podcasts, diesmal online. Nicht im Bett, aber hoffentlich genauso intim. Und zwar geht es um ein Thema, das gesamtgesellschaftlich und auch auf individueller Ebene wahrscheinlich oftmals weniger Beachtung bekommt, als es eigentlich verdient. Es geht um Entspannung. Und heute haben wir hier einen wahren Entspannungshelden zu Gast, nämlich Johannes von den Entspannungshelden. Und wir werden mit Johannes ganz viel über Entspannung sprechen und sicherlich auch über andere Themen. Alles, was wahrscheinlich sich auch um Stress handelt. Ich denke mal, das ist ein großes Thema. Zu Anfang vielleicht mal die Frage, wie kam es dazu, dass du ja Entspannung eigentlich zu deinem Hauptfokus gemacht hast? Gerade bei Männern ist das ja schon auch immer so eine Sache, die nicht üblich ist. Ja. Ich kenne das privat von mir, aber auch beruflich, dass das ein Riesenhindernis ist. Wie kam es dazu? Ja, moin Adrian und natürlich auch ein Moin Moin an alle, die jetzt zusehen und zuhören. Wie kam es dazu, dass ich mich mit dem Thema Entspannung auseinandergesetzt habe? Ich würde sagen, durch hartes Lehrgeld. Man kann es eigentlich schon vermuten, wenn Männer irgendetwas mit Entspannung zu tun haben, dann haben sie dafür einen Preis gezahlt. Und so war es natürlich auch bei mir. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, damit deutlich wird, woher ich eigentlich komme, was ich gemacht habe und wieso mein Weg in die Entspannung geführt hat. Das war nämlich ein sehr steiniger und einer mit sehr vielen Umwegen. Ich habe begonnen hier in Kassel, von dort sende ich auch, in der ambulanten Jugendhilfe zu arbeiten. Ich bin also von Beruf Sozialpädagoge und habe mich der Arbeit mit, ja, im weitesten Sinne krisenbehafteten Familien gewidmet. Heißt also, ambulante Jugendhilfe ist so das in die Familien fahren, vom Jugendamt beauftragt, so wie man sich das eben vorstellt. Das heißt, ich hatte immer mit den Menschen zu tun, die selber sehr viel Stress hatten und die natürlich dann dementsprechend nicht ausreichend Ressourcen hatten, um damit irgendwie umzugehen. Und Ressourcen meine ich tatsächlich in jeder Form, sei es Information, sei es Monetäres oder aber auch einfach die geistigen Fähigkeiten und Kräfte, um irgendwie mit Situationen umzugehen. Und wie das so ganz klassisch ist für die helfenden Berufe, hatte ich ein großes Thema im Studium irgendwie nicht und das war Nähe und Distanz. Und so ist es mir mit der Zeit nicht genug gelungen oder nicht in dem Maße gelungen, mich nach der Arbeit oder auch während der Arbeit ausreichend abzugrenzen, um mich selber zu schützen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Schicksale in der ambulanten Jugendhilfe, man kennt es vielleicht, wenn man mal RTL 2 gesehen hat von der Supernanny, das sind jetzt nicht die leicht verdaulichsten Schicksale und Geschichten von Familien, mit denen ich zu tun hatte. Das heißt also, ich hatte nach der Arbeit immer noch den Struggle damit, ja, wie werde ich das jetzt eigentlich wieder los? Und ich hatte damals von Entspannung noch überhaupt keine Ahnung und bin dementsprechend in die ganz typische Stressspirale gefallen. Das heißt, werden wir später wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, dass ich nach der Arbeit, um irgendwie abzuschalten, dann auf Kompensationsstrategien zurückgegriffen habe, so wie es heute in unserer Gesellschaft, muss man leider sagen, ganz natürlich ist und fast schon normal, dass dann abends Alkohol getrunken wird, dass am Wochenende Party gemacht wird, Party hart bis zum geht nicht mehr oder eben über Spielsucht oder andere Kompensationsstrategien einfach versucht wird, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Sind natürlich keine funktionalen Muster und dementsprechend hat es mir auch nicht wirklich geholfen, auch wenn es sich in dem jeweiligen Moment so anfühlte. Und ihr könnt euch mein Leben ungefähr so vorstellen, dass ich morgens aufwachte, zur Arbeit gefahren bin, habe dann dort mit unterschiedlichsten Familien gearbeitet, habe dort akut versucht, irgendwelche Brände zu löschen, so dass es den Familien, wenn ich aus den Familien rausgegangen bin, ein bisschen besser ging als zuvor. Das war so mein heroischer Anspruch. Funktioniert hat das in den wenigsten Fällen, denn ich war einfach ein jugendlicher Trottel, kann man sagen, der den Familien eigentlich überhaupt nicht helfen konnte. Ja, so als Berufseinsteiger hat man eine große Vision, was möglich ist und wie man auch selber Arbeit für sich definiert. Aber das hat meistens nicht so viel mit der Realität zu tun. Jetzt habe ich ganz weit ausgeholt. Schlussum bin ich in der Erschöpfung gelandet. Heutzutage würde man wahrscheinlich direkt vom Burnout sprechen. Das war damals vor, jetzt sind es 8 Jahre, noch ein bisschen anders. Es ging tatsächlich um Erschöpfung, um Energieverlust und dementsprechend führte es in die Krankschreibung, so wie das heute eben ganz üblich ist, so dieser ganz typische Verlauf. Und aus dieser Krankschreibung heraus
musste ich irgendwie, ja, beginnen, neue Ressourcen, neue Kräfte zu sammeln. Und es gibt dabei einen Schlüsselmoment, der in die Krankschreibung geführt hat, den ich heute immer wieder in Seminaren, Vorträgen und so weiter erwähne. Das war meine schlechteste Kompensationsstrategie überhaupt. Ich habe nachts angefangen zu knirschen und habe mir den rechten Schneidezahn kaputt gemacht. Der ist also eines Nachts abgebrochen durch das Zähnepressen, durch das Reiben und das Knirschen, weil ich über das Pressen im Kiefer versucht habe, die Spannung irgendwie loszuwerden und abzubauen. Hat natürlich nicht funktioniert. Und auf dem Zahnarztstuhl wurde mir dann erstmalig gesagt, hey Mensch, Herr Förster, Sie scheinen irgendwie Stress zu haben. Ändern Sie doch mal was an Ihrem Lebensstil. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, Stress, das ist irgendetwas, das habe ich vorher nie wahrgenommen. Ja, ich habe gemerkt, klar, ich habe Rückenbeschwerden, Magen-Darm-Probleme, das mit dem Knirschen, das war mir wahrscheinlich auch irgendwie klar, weil ich ständig verspannt war in der Hals- und Nackenmuskulatur und dem Kiefer, aber so richtig ernst genommen habe ich es nicht. Ja, und dementsprechend habe ich mich dann auf eine lange Suche begeben nach Möglichkeiten, Ressourcen und vor allem auch Energie wieder dazu zu gewinnen. Und da war Entspannung ein wesentlicher Bestandteil von. Das glaube ich, ja. Danke erstmal für diesen, für diese Zusammenfassung, die ja schon sehr detailliert war. Was mich zunächst interessiert, du hast es mit den helfenden Berufen angesprochen, ne? Und ich glaube auch, helfende Berufe haben sogar erhöhte Suizidraten, haben eben diese Tendenz, sich zu vernachlässigen, nicht auf sich zu achten, alles sich selber zu verausgaben und sich praktisch auszugeben und ja, die eigenen Bedürfnisse nicht mehr im Blick zu haben. Meinst du, das hat auch so ein bisschen vielleicht was mit deinen Charaktereigenschaften zu tun? Also Empathie zum Beispiel, kann es sein, dass so eine Art der Nachteil der Empathie, was du beschreibst? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass Empathie die Grundvoraussetzung dafür ist, in den menschlichen Berufen zu arbeiten, in denen es ums Menscheln geht. Und dass da sozusagen natürlich eine Korrelation besteht, dass sozusagen empathische Menschen sich eher für diese Studiengänge oder auch Ausbildungen wie zum Beispiel Erzieher, Erzieherin etc. entscheiden. Und dass die erhöhten Raten, sowohl was Burnout, Erschöpfung, meinetwegen auch Suizid anbelangt, dann sozusagen sich dadurch begründen. Ich glaube, dass die Menschen, die heute würde man wahrscheinlich von Hochsensibilität oder Ähnlichem sprechen, das sind Begriffe, mit denen ich mich jetzt nicht identifiziere und wo ich noch ein bisschen verhalten bin und auf die Wissenschaft warte. Ich glaube, dass die Menschen, die sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen können, aber prinzipiell gefährdeter sind, weil sie natürlich Energie, Schwingung, Gefühlslagen viel intensiver dann auch erleben, sich ja versuchen, das ist meine Definition von Empathie, in den anderen hinein zu versetzen, also tatsächlich auch durch seine Augen oder durch ihre Augen sehen, in dem Vermögen der jeweiligen Ressourcen, was eben gerade da ist. Und dieses Hineinversetzen in den Menschen gegenüber erfordert auf der anderen Seite natürlich wieder eine hohe Form der Abgrenzung, die dann wiederum beschützend oder als Schutzfaktor wirkt. Mhm. Das ist ja irgendwie konträr. Ne? Einerseits geht man auf den anderen zu, sieht die Welt aus deren Perspektive und dann ist ja eigentlich so eine Art Egozentrismus gefragt. Ne? So meine Bedürfnisse, meine Perspektive, meine Grenzen. Ich kenne das von mir persönlich, ich kenne das aber auch von vielen Leuten, Psychologen, vor allem auch zum Beispiel Leuten, die in der Therapieausbildung sind, dass das natürlich dort ein ganz großer, wichtiger, elementarer Bestandteil ist, sich selber abzugrenzen, denn man läuft natürlich Gefahr, dieses Leid, das man da tagtäglich in ganz großer Ausführung erlebt, mitzunehmen, mit nach Hause zu tragen. Ja. Vielleicht nochmal, um jetzt auf deine Geschichte zurückzukommen, du hast dann praktisch dieser Moment, dass du also dort krankgeschrieben warst, total erschöpft, du hast also das Leid der anderen in einer gewissen Weise auch bei dir durch gewisse Pforten gelassen, was du vielleicht nicht hättest machen sollen. Hast vielleicht dann auch gemerkt, oh Gott, ich kann vielleicht gar nicht so viel tun, wie ich eigentlich möchte. Mhm. Wie kam es dazu, dass Entspannung für dich dieser Schlüssel wurde? Hast du Bücher gelesen? Hast du mit Leuten gesprochen? Klar, du hast natürlich diese Kompensationsmechanismen vorher angewendet. Das ist natürlich auch die irgendwie das, was auch mir häufig unterkommt, mit meinen Klienten zum Beispiel, dass das als erstes benutzt wird und als erstes gemacht wird. Nur ich frage mich, wie landet man bei der Entspannung? Wie war das bei dir? Ja.
Ich war richtig pisst, das ist es eigentlich. Denn die Zahnoperation, also diese anderthalb Jahre, die ich dann mit dem Zahn zu kämpfen hatte, weil dann die Wurzel raus musste und so weiter, Knochenaufbau und so weiter, das hat insgesamt anderthalb Jahre gedauert und mich rund 5.000 Euro gekostet. Und ich habe diese 5.000 Euro, habe ich ja erwirtschaftet durch meine Arbeit, durch eine echt mental anspruchsvolle, körperlich anspruchsvolle Arbeit. Ich habe viele Überstunden gemacht, um dieses Geld irgendwie zusammenzukriegen. Und dann war es auf einmal weg. Und das war sozusagen das Geld, was ich benötigt habe, um mein BAföG zurückzuzahlen. Und mir wurde klar, dass ich sozusagen, wenn man jetzt so ein Maßband nimmt, die letzten zwei Jahre meiner Tätigkeit im Prinzip einfach hätte rausschneiden können. Ich hätte arbeitslos sein können und hätte dasselbe Ergebnis. Mhm. Und das hat mich richtig aufgeregt. Ja. Und deswegen war für mich erstmal klar, ich muss etwas gegen das Knirschen machen, damit die anderen Zähne geschützt sind, und habe mich dann belesen. Natürlich Bruxismus und so weiter bei Google eingegeben und bin dann über solche Strategien wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung gestoßen, die ich ausprobiert habe in unterschiedlichsten Formen und Anwendungen. Ich habe mit meiner Zahnärztin drüber gesprochen, die Gott sei Dank den Weitblick dafür schon hatte und sowas auch empfehlen konnte, habe das Verfahren kennengelernt, für mich angewendet und gemerkt, ey, das tut ja nicht nur dem Kiefer gut, sondern dem gesamten Organismus. Ja, ich werde insgesamt ruhiger, entspannter und das tut mir einfach gut. Und deswegen ist es nicht bei der Muskelentspannung geblieben, sondern ich habe weitergeschaut, was gibt es denn noch? Und so der ganz klassische Weg ist, dass wenn man von einem aktiven Verfahren dann irgendwie zu dem passiven wechselt, zum autogenen Training und der Meditation, dass man da einfach ein positives Grundgefühl entwickelt, immer während der Entspannung. Und wir wissen ja, dass unser Gehirn immer nach positiven, nach gesunden Emotionen strebt. Heißt also, wenn dir etwas Freude macht, dann machst du es wieder. Probier es dann auch mal aus, also Sachen aus, die dem näher stehen, um einfach auch für dich genau das Richtige herauszufinden. Und so bin ich sozusagen durch die unterschiedlichsten Verfahren gewandert. Ich muss sagen, dass die Muskelentspannung für mich heute immer noch das Verfahren ist, was mir am meisten hilft, weil es viel mit Aktivität zu tun hat. Und auf der anderen Seite hat mir sehr geholfen, tatsächlich auch die Form der Entspannung über Sport, über Auspowern etc. Entspannung wird ja sehr häufig irgendwie gleichgesetzt mit dem Gebetsteppich, einer Frau mit Dreadlocks oder sonst wie. Das muss überhaupt nicht sein. Also Entspannung ist ja was höchstgradig Individuelles. So die erste Assoziation, die da irgendwie kommt, ist ja häufig irgendwie, dass man sich auf einer Matte gemütlich macht oder man denkt an irgendwie eine ältere Dame, die als Kursleiterin fungiert mit Dreadlocks und Räucherstäbchen oder was auch immer. Aber das ist ja nicht nur Entspannung. Entspannung findet ja auch über Bewegung statt, über Yoga, über Sprints auf der Straße, im Feld oder wie auch immer, Muskeltraining, all das kann Entspannung für uns sein. Und deswegen ist es wichtig, einfach vieles auszuprobieren. Und ich habe so die Mischung aus der Muskelentspannung gegen das Knirschen und die Bewegung für Stressabbau allgemein für mich genutzt, um wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden und habe das Ganze professionalisiert. Ich habe in dem Beruf der Sozialpädagogen noch ungefähr ein halbes Jahr nach Gesundung sozusagen weitergearbeitet, bevor ich dann ausgestiegen bin. Das heißt, ich habe meine Familien, die ich vertraglich sozusagen noch hatte, habe ich fertig gemacht und habe dann den Beruf des Sozialpädagogen leider verlassen, so wie es ganz viele Menschen leider tun. Das ist ein strukturelles Problem, was wir vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz thematisieren können. Das ist also schlimm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese wichtige Arbeit so schlecht gewertschätzt wird, eigentlich gar nicht gewertschätzt wird, dass man eigentlich heutzutage für Empathie ja bestraft wird, muss man sagen, und für Egoismus und Raffgier belohnt wird. Ne? Das ist vielleicht an der Stelle auch mal ein wenig Sozialkritik eingeworfen. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst. Ja, selbstverständlich stimme ich dem zu. Bedingt, wenn ich jetzt an meinen Arbeitgeber denke, bei mir war es tatsächlich Naivität irgendwo. Ich habe ja meine eigenen Grenzen ständig überschritten und habe immer wieder die Leistung, so wie du es eingangs auch gesagt hast, ne? Entspannung ist jetzt nicht unbedingt das Männerding. Ich habe die Leistung in den Vordergrund gestellt. Das heißt, ich habe Urlaube vernachlässigt, habe die hier in der Karlsaue verbracht. Heißt, ich habe mich da mit dem Handtuch im Sommer hingelegt und das war mein Urlaub, um Geld zu sparen. Ich habe kollegiale Beratung nur im geringsten Ausmaß genutzt, genauso wie Supervision. Das wären alles solche Strategien gewesen, die mir gut getan hätten, meine Grenzen zum einen wahrzunehmen und zum anderen natürlich auch
zu reflektieren, hey, wie machen es denn die älteren, die alteingesessenen Kollegen und Kolleginnen, und hätte von dem profitiert. Aber ich war so eher so der Einzelgänger und wollte so mein Ding machen und hatte den Eindruck, das funktioniert auch. Ja. Manchmal ist da auch sowas in einem, dass man sich es nicht leicht machen will, ne? Da kommen wir auf die inneren Antreiber und die Ansprüche, ja, die ich mitbringe, die jeder andere Mensch auch in irgendeiner Konstellation mitbringt. Und ja, was heißt, es sich nicht leicht machen? Ich glaube, wenn man sich für den Weg der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit entscheidet, dann weiß man, das wird kein leichter Weg. Und andere Berufe sind sicherlich auch nicht leicht. Und alles hat so sein Für und Wider. Mhm. Wenn vielleicht als kleiner Exkurs, wenn wir hier im Einklang mit unseren Talenten und Fähigkeiten, die wir natürlich im Laufe unseres Lebens erstmal irgendwie kennenlernen müssen, sind, dann glaube ich, wird es automatisch ein bisschen leichter, weil wir weniger Masken im Alltag tragen müssen oder weniger uns erarbeiten müssen, weil es uns einfach zufällt. Doch wenn ich so an meine Studienentscheidung denke, wie es zur Sozialpädagogik, zur sozialen Arbeit kam, dann war das, weil mein Vater Pastor ist, der hatte immer mit Menschen zu tun, der hat als Seelenklempner sozusagen funktioniert, und ich dachte, ja Mensch, das kriege ich doch auch irgendwie hin, noch eine Pastor zu werden. Ne? Also es war nicht so, dass ich mich vor meiner Studienauswahl großartig mit meinen Fähigkeiten und Talenten auseinandergesetzt habe. Ja. Da wären wir jetzt schon beim Bildungssystem, ne? Vielleicht ganz kurz vorher nochmal. Konkret zu diesen Entspannungstechniken, die du selber genutzt hast. Ne? Du sagst, PMR hat dir geholfen, ja. Bewegung, das heißt, ich nehme an, du treibst regelmäßig Sport. Mhm. Was machst du noch so? Wie sieht da dein Entspannungsrepertoire aus, ganz genau? Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Im Sommer laufe ich extrem viel, das ist mein Ausgleich zum, ich sag mal, eher tendenziell sitzendem Alltag. Ich nutze für mich selber natürlich die Kurse, die ich gebe. Das heißt, mittlerweile bin ich Kursleiter für die Muskelentspannung, das autogene Training oder Meditation. Und während ich das Ganze anleite, mache ich sozusagen immer ein bisschen für mich mit. Mhm. Ja. Und habe Phasen im Jahr, in denen ich ganz regelmäßig morgens um 5 Uhr aufstehe, mich für 30 Minuten auf die Matte lege, den Bodyscan mache, also nach MBSR arbeite oder ähnlichen Prinzipien. Doch ich rotiere sehr durch. Ich habe einen Grundsatz für mich gefunden, der gut funktioniert, und das sind 30 Minuten täglich gesundheitsbezogenes Verhalten. Und das meint für mich Entspannung, das meint für mich aber auch Bewegung, das meint für mich Muskeltraining, Meditation und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich mich für 30 Minuten mal hinsetze und Breathwork betreibe, nach Wim Hof atme oder was auch immer, dann ist das für mich gesundheitsbezogenes Verhalten. Das ist sozusagen meine Me-Time. Du hattest vorhin das gesagt mit, wir machen es uns manchmal nicht so leicht. Das habe ich 2022 so gemacht. Da sagte ich, 30 Minuten Sport beziehungsweise 30 Minuten kommen noch dazu. In Entspannung brauche ich jeden Tag. Mhm. Das war für mich so ein strikter Plan, den ich abarbeiten konnte. Das hat für mich nicht funktioniert. Das heißt, ich musste dann zum Jahreswechsel feststellen, okay, das war zu hart. 30 Minuten, ich lasse es ein bisschen offen, aber 30 Minuten, die ich mir selber gut tue, das ist täglich auf jeden Fall drin. Okay. Ja. Ich glaube, es gibt auch, was Entspannung angeht, eine gewisse Fehlannahme, ne? Was in Entspannung, da hat man sofort die Assoziation von jemandem, der einfach so auf einer Matte liegt. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage haben einfach, assoziieren Entspannung mit Unproduktivität. Ne? Ich bin zu nichts nutze. Und das schwingt so mit, ich bin faul, ne? In der Leistungsgesellschaft sowieso ein Vorwurf, der natürlich einem selber nicht gut tut. Und man versucht, den natürlich zu entweichen, indem man sich selber immer wieder zeigt, wie produktiv man ist. Was würdest du zum Beispiel jetzt jemandem raten, dem das ganz neu ist, der vielleicht so in den anfänglichen Burnout-Symptomen steckt, ne? Wo schon eine ordentliche Stressbelastung zu sehen ist, wo vielleicht auch schon Beziehungen vielleicht belastet werden, wo eine hohe Leistungsmotivation ist. Wie würdest du oder was würdest du so jemandem raten, mit welchen Argumenten kann man jemanden, der leistungsbezogen ist, von Entspannung überzeugen? Naja, eigentlich ist es klar. Wenn ich mir so das Jahr angucke von einem typischen Angestellten oder einer typischen Beschäftigten, dann
Sind immer so die Urlaube oder die Zeit nach den Urlauben genau die Momente im Leben, wo wir zum einen die besten Entscheidungen treffen, nachdem wir meistens, wenn dann die erste Krankheitswelle sozusagen im Urlaub geschafft ist, wo wir unheimlich produktiv und energetisch werden, ja, und wo wir unsere Leistungsfähigkeit im Prinzip wieder auf 100% hochgefahren haben. Und viele Menschen brauchen dafür den Jahresurlaub, irgendwie 3 Wochen mal auf eine Insel fahren oder sonst wie. Und genau diesen Effekt, den wir hier über das Jahr sozusagen in ganz groß erleben, können wir das über Entspannungstraining im ganz Kleinen machen. Was schlussendlich natürlich zielführender ist, denn Entspannung kostet nicht zwangsläufig was, kann deutlich unaufwendiger stattfinden, beispielsweise durch eine Atemtechnik in der Mittagspause oder ähnliches, und sorgt eben genau dafür, dass wir produktiv sind, dass wir sozusagen, jeder kennt hier die Metapher von dem Holzfäller im Wald, ne, wo dann entsprechend die Axt oder die Säge geschärft wird. Wir sorgen dafür, dass wir im Anschluss weniger Fehler machen, dass wir produktiver sind, leistungsfähiger sind, mehr schaffen in derselben Zeit sozusagen. Und das sind alles so Argumente, die insbesondere für Männer natürlich total relevant sind. Ja, wir verlieren durch Entspannung keine Zeit, nein, vielmehr gewinnen wir Zeit dadurch, weil wir dann Fehler, die im Nachgang passieren könnten, nicht mehr reinarbeiten müssen. Das heißt, Entspannung macht einen produktiver im Endeffekt, ne? Definitiv. Ja. Zumal es natürlich dann manchmal ich mich auch mit dieser Argumentation ein bisschen schwer tue, weil eigentlich ist dieses ständige Streben nach mehr Leistung und Produktivität ja auch irgendwie ein gewisser persönlicher Stressverstärker, der bei vielen Leuten ja auch böse endet. Und eigentlich soll es ja vielmehr eigentlich um Selbstfürsorge geben, ne? Sich selber als gesunden Menschen zu betrachten und den zu pflegen, sich selber zu pflegen. Ne? Das ist eine sehr spannende Sache. Ich möchte da ganz kurz Bezug drauf nehmen. Ja, gerne. Dafür sind wir hier. Die Menschen, die so in den Anfängen des Burnouts stecken, die haben, glaube ich, noch kein Problembewusstsein dafür, dass sie Routinen der Selbstfürsorge betreiben sollten oder sich selber mehr in den Fokus rücken. Mhm. Sondern da geht es tatsächlich erst einmal darum, wie bleibe ich leistungsfähig. Und deswegen wäre hier das Argument sozusagen, um diese Menschen mit Entspannung in Kontakt zu bringen, natürlich total angebracht. Natürlich hat Entspannung nicht das Ziel, uns produktiver zu machen, dass wir vielleicht noch länger arbeiten können, noch eine Überstunde drauf oder sonst wie, sondern dass wir in gewisser Art und Weise in Berührung kommen mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen, mit unserem Gedanken, mit unserem Wohlbefinden und uns mal wieder ein bisschen kennenlernen. Denn das ist das, was bei mir ganz krass war. Ich habe mich selber komplett leer gefühlt schlussendlich, habe mich immer weiter verloren mit jeder Überstunde, die ich gemacht habe, mit jedem Familienbesuch, den ich sozusagen hatte, in der ambulanten Jugendhilfe. Ich habe immer ein Stück von mir abgegeben und dagelassen. Und hier immer wieder zu schauen, das eigene Energielevel zu hinterfragen und festzustellen, hey, mir geht's gerade nicht gut, und das vielleicht dann auch mal zu thematisieren oder sich einfach vor Augen zu führen, hey, vielleicht ist jetzt mal eine Krankmeldung irgendwie dran, ne? Vielleicht muss ich mich nicht mit dem Husten zur Arbeit schleppen, ist dann hier schon so der erste Schritt in Richtung Prävention, genau wie es natürlich dann ein effektives Zeitmanagement ist, ja, also regelmäßige Pausen einzutragen, Termine adäquat zu benennen, ja, also was hängt zum Beispiel an einem Telefonat, Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Meistens ballern wir uns den Terminkalender ja voll, ohne zu reflektieren, was sind denn das eigentlich für Aufgaben? Ja. So ist das. Das also Bewusstsein zu schaffen für die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Ja. Du hast ja dann im Zuge dessen, du hast diese Tätigkeit verlassen und hast dich ja selbstständig gemacht, oder zumindest zum Teil. Ja. Wie hast du es dann geschafft, und das ist jetzt auch, sag mal, ein persönliches Problem von mir, im Rahmen einer Selbstständigkeit genau diese Grenze oder diese in diesem Spektrum zwischen ich mache zu wenig, ich bin faul, so wird das nichts, bis hin zum anderen Extrem, du musst auf dich aufpassen, sonst landest du in der Klinik wegen einem Burnout. Wie hast du da eine gesunde Mitte gefunden? Weil eine Selbstständigkeit ist ja immer so ein bisschen, man ist ja nie fertig. Man hat ja eigentlich nie genug gemacht. Ne? Man muss das selber für sich definieren. Und ich glaube, mir fällt das unheimlich schwer. Ich glaube, vielen anderen selbstständigen Gründern oder sonst wem fällt das unheimlich schwer, da ein Gefühl zu bekommen. Weil in einer Festanstellung ist immer zumindest
in einigen Berufen klarer Plan, klares Anforderungsprofil. Man weiß genau, 18 Uhr, Feierabend, jetzt ist die Arbeit zu Ende, jetzt mache ich das. Als Selbstständiger, du kennst es wahrscheinlich, guck mal manchmal auch mal abends nochmal in die E-Mails oder vielleicht morgens ganz früh. Wie war das bei dir? Ich habe es völlig verkackt, sage ich an der Stelle so, wie es ist. Ich habe auf einmal nicht mehr 40 Stunden plus Überstunden gearbeitet, sondern 80 und habe mich ja selbstständig gemacht als Fitnesstrainer. Das heißt, in den 6 Monaten beziehungsweise der Zeit auch der Krankschreibung habe ich ganz viele Weiterbildungen besucht, habe die diversesten Fitnesstrainer-Lizenzen erworben und bin dann sozusagen in verschiedenen Fitnessstudios hier in Kassel angeheuert und das als Kursleiter. Man kann sich das so vorstellen, dass ich mit meinem Citybike sozusagen am Tag um die 30 Kilometer gefahren bin, von Studio zu Studio, um dann dort mit meiner Bose-Box, das war das einzige Equipment, was ich hatte, inklusive Handy, dann meine Kurse zu geben. Doch irgendwie hat es mich nicht fertig gemacht, nicht runtergezogen, weil ich darin auf einmal einen Sinn sah. Ich habe nicht für den Fiskus gearbeitet, sondern für mich selber. Ich habe die komplette Freiheit gehabt. Ich habe die Verträge ausgehandelt, sozusagen mein Stundenhonorar pro Kurs etc. und hatte alles selber in der Hand. Und das hat mir so viel Selbstwirksamkeit suggeriert, dass ich sagte, ich muss im Prinzip nur das machen, worauf ich Bock habe. Und in den Studios konnte ich natürlich kostenfrei trainieren. Das war ganz schön. Das heißt, ich habe dann nach den Kursen, wenn ich irgendwie Pausen hatte, habe ich selber für mich trainiert. Ja, habe mich mit den Menschen connected, die ganz anders drauf waren als die in der ambulanten Jugendhilfe, denn die waren alle freiwillig da. Deswegen ist so ein tolles Wirkprinzip, was ich mittlerweile habe, dass ich nur noch mit freiwilligen Menschen arbeite, die sozusagen zu mir kommen, weil es ein anderes Arbeiten ist. Ich war nicht mehr der Störfaktor, der in die Familien kommt und die Kinder rausholt im schlimmsten Fall, sondern ich war der Mensch, der dafür sorgt, dass die Meute da richtig Spaß hatte. Und das hat einfach so viel Energie auch zurückgegeben. Ja? Und dieser energetische Tausch, der da stattgefunden hat, der hat es mir leicht gemacht, dabei nicht erneut irgendwie auszubrennen. Interessanterweise kam vor ungefähr 6 Monaten und dem Bespielen von Social-Media-Kanälen, LinkedIn und so weiter, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich diese Freude beim Tun wieder verloren habe. Weil wir Selbstständigen sehr schnell wieder in dieses Hamsterrad einsteigen. Und das ist mir einfach wichtig zu sagen, dass wenn wir einmal auf die Schnauze gefallen sind damit, dann sind wir nicht gefeit, dass das wieder passiert. Sondern es ist ein lebenslanger Prozess, immer wieder auf sich Acht zu geben, zu gucken, was passiert gerade mit mir, wie fühle ich mich, wie geht's mir? Und immer wieder mit sich selber in Kontakt zu treten. Und ich glaube, dass wir in dem Ausmaße, wie wir beruflich, aber auch in unserer Partnerschaft, in unseren sozialen Gefügen wie Familie, Freundeskreis und natürlich auch mit uns selber irgendwie im Reinen sind, dass wir da ganz, ganz viel an Resilienz, würde man jetzt sagen, aufbauen können, um eben ja nicht mehr ins Burnout oder in die Erschöpfung zu rasseln. Ja. Und ich glaube, insbesondere natürlich auch Psychologen, Psychologinnen, Therapeuten eigentlich in jeder Form und die helfenden Berufe sind da insbesondere gefragt, immer wieder sich selber auch wahrzunehmen, zu spüren, zu reflektieren. Ja. Und sich selber ernst zu nehmen, ne? Definitiv, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, glaube ich. Ich glaube, es können auch Ärzte, ne? Also alle, die dort irgendwie was für andere tun. Die können das, glaube ich, nicht oft genug hören, weil diese Selbstaufopferung für andere hat ja auch so einen gewissen Stellenwert und damit definiert man sich ja auch. Aber was ich gerade ganz spannend fand, ist, dass dich dieser Sinn, den du da gefunden hattest, ja eigentlich befähigt hat, viel mehr Last auf dich zu nehmen, ohne es wirklich zu spüren. Ne? Ja. Und also das ist auch eine Sache, die ich merke. Also ich könnte vielleicht 20 Stunden die Woche für etwas Sinnloses arbeiten, was ich als sinnlos empfinde, arbeiten. Zum Beispiel vielleicht als Investmentbanker und hätte mein Burnout so gut wie sicher und könnte das Vierfache für etwas arbeiten, wo ich wirklich einen Sinn, eine Funktion, einen Zweck sehe, wo ich meine eigene Position irgendwie wertschätze und toll finde. Das ist auch so ein Thema. Spielt das in deiner Arbeit eine Rolle? Kommen da auch Leute zu dir? Und ich meine, das ist es vielleicht nicht direkt deine Aufgabe, aber ist das ein größeres Thema bei dir?
ganz häufig in der Beratung, selbstverständlich. Ich berate ja zu Stressthemen im Allgemeinen und der Beruf ist laut TK-Studien, die natürlich jetzt schon aus 2021 ein bisschen veraltet sind, ist der Beruf, Schule, Studium, Stressor Nummer eins. Und ganz häufig sind es eben die Sinnkrisen oder innere Konflikte, die sie mit dem Beruf, mit der Tätigkeit, mit dem Studium oder was auch immer haben, die zu weiteren Konflikten in den anderen Lebensbereichen führen. Und wenn die Kacke einmal am Dampfen ist und wir da nicht rangehen und sagen, wir gucken uns das mal genauer an, schauen, wie können wir die Tätigkeit vielleicht entspannter gestalten? Ist es überhaupt die Tätigkeit, die zu den Menschen passt? Dann breitet sich das über die Spillover-Effekte sozusagen auf die anderen Lebensbereiche mit aus. Und das wird problematisch. Das werden jetzt viele Zuhörende wahrscheinlich merken, wenn sie zu Hause abends berichten von der Arbeit und das ist im Prinzip nur ein Jammern oder ein Schimpfen, die Kollegen sind doof, Chef ist ein Arsch und so weiter. Irgendwann möchte der Partner, die Partnerin das nicht mehr hören. Ja. Da sind dann die Ressourcen von dem Gegenüber auch aufgebraucht und so kommt es dann zu Konflikten auch in der Partnerschaft, die wiederum natürlich auch wieder Auswirkungen auf den nächsten Arbeitstag haben, auf die eigene Gesundheit, auf den Terminplaner und so weiter und so fort. Alles hängt immer mit allem zusammen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns unseren Tagesplan mal ansehen. Wo verbringen wir eigentlich die meiste Zeit? Und in der Regel ist das die Arbeit. Und deswegen ist dort diese eine sinnstiftende Tätigkeit, die in jeder Arbeit gibt es einen Sinn, ja, sonst gäbe es diesen Arbeitsplatz nicht, aber dass wir die finden und uns darauf committen, wenn es zu uns passt, das ist aus meinen Augen mit die beste Burnout-Prävention. Ja. Erinnert so ein bisschen auch an die Theorie von Viktor Frankl, ne, dem österreichischen Psychotherapeuten, Psychologen, der ja in KZ, ich weiß nicht, ob es Dachau oder Auschwitz war, mehrere Jahre verbracht hat Auschwitz. Und was Auschwitz, ja genau, und dieses fantastische Buch geschrieben, dieses inspirierende und zugleich schreckliche Buch und eben über diese Sinnfindung ja ein ganz neues Leben wieder angefangen hat und auch scheinbar auch noch glücklich wurde nach diesen ganzen schrecklichen Erfahrungen. Oftmals wird ja auch gesagt, wenn man sich jetzt zum Beispiel, du bist ja auch bei Instagram aktiv, da gibt es ja viele nette Videos auch über Stress und über gewisse Sachen, ist ja oft die Rede davon, dass Stress eigentlich eine Sache ist, die in einem selber entsteht. Wir haben gerade schon so ein paar Stressoren angesprochen, also die Arbeit, eine ungesunde Beziehung vielleicht, Unzufriedenheiten mit einem selber zum Beispiel. Was sind so Dinge, würdest du sagen, die in einem selber stattfinden, wenn es um Stressempfinden geht? Also was könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich bin so gestresst, ich brauche Entspannung und möchte deine Beratung, was würdest du mir noch raten im Sinne einer Umstellung meiner eigenen Bewertungssysteme, Glaubenssätze, Überzeugungen? Wie kann man vielleicht selber sich Stress erleichtern, indem man in sich schaut und vielleicht erstmal nicht im Äußeren direkt die Veränderung sucht? Ja, für mich greifen die Systeme immer ineinander. Mhm. Bedeutet also, dass wir uns zum einen die Stressoren angucken, wie besprochen, dann aber auch unsere eigenen Stressverstärker reflektieren und gleichzeitig versuchen, Ressourcen der Entspannung aufzubauen. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Regenfass. Die Stressoren fallen in Form von Regentropfen in dieses Fass. Das Fass füllt sich langsam, wenn wir es nicht durch gesunden Schlaf zum Beispiel leeren, durch Entspannung leeren und so weiter. Und irgendwann ist es halt der bekannte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und einen Ausgleich zu schaffen oder einen Filter auf das Fass zu setzen, wäre jetzt im Prinzip genau das, was wir im kognitiven oder im mentalen Stressmanagement betreiben, wenn wir mit inneren Glaubenssätzen arbeiten, beziehungsweise mit den inneren Ansprüchen, Antreibern, gibt es unterschiedlichste Bezeichnungen für. Und das sind eben so die ganz klassischen, wie bei Frauen häufig vertreten, das People-Pleasing, also nicht Nein sagen können, es allen anderen recht machen wollen, möglichst ein harmonisches Umfeld haben, also so in Richtung Konfliktvermeidung, die eigenen Bedürfnisse zurücknehmen etc., sich so ein bisschen duckmäuserisch verhalten oder auch Perfektionismus, möglichst schnell zu sein, möglichst alles alleine zu machen. Und das, was hier total hilfreich ist, ist, sich erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie ticke ich eigentlich? Was sind meine inneren Antreiber? Was sind die Themen, die mich selber berühren, wo ich sozusagen blinde Flecken habe?
Das ist auch die Problematik. Wir selber werden uns dieser Antreiber nicht gewahr, nicht unbedingt. Ja, wir wissen vielleicht, okay, wir sind bei der PowerPoint-Präsentation super, super akribisch, sind es aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Könnte ein Hinweis dafür sein, dass wir vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch an die Dinge herangehen und vielleicht mal hier dran arbeiten sollten. Mhm. Wie das konkret geht, das wird in jedem Stressmanagement-Seminar gelehrt. Also das ist relativ simpel, das aufzubrechen. Der wichtigste Schritt ist erstmal zu erkennen, was sind denn meine inneren Themen? Ja. Und da hilft eine Therapie, wobei ich kein Freund davon bin, ohne eine psychische Erkrankung einen Therapieplatz zu belegen, so wie das aktuell irgendwie häufig auf Social Media suggeriert wird. Aber sich hier einen Coach zu suchen, einen Berater oder sonst wie, kann hier schon eine gute Hilfestellung sein. Also sich selber im weitesten Sinne schon wieder ein Stück kennenlernen, ne? Und natürlich zu schauen, woher kommen diese Prägungen? Wie sind die entstanden? Und sich mit ihnen im weitesten Sinne auch auszusöhnen, ne? Nicht sie loswerden zu wollen, sondern zu sagen, das ist ein Teil, der gehört zu mir. Ja, und wenn ich als Herzchirurg arbeite, dann möchte ich super perfektionistisch sein, weil da Menschenleben dran hängt. Wenn ich dann aber am Nachmittag oder am Abend vielleicht den Rasen mähe, dann kann ich vielleicht auch mal die drei Helme stehen lassen, die dann noch länger sind als die anderen. Ne? Das ist ein schönes Beispiel, das finde ich gut. Bei Herzchirurgen gibt es übrigens auch das Beispiel mit der Empathie, ne? Dass ja Herzchirurgen eigentlich ihre Empathie aufstellen müssen, weil sie natürlich jemanden aufschneiden und eigentlich eine direkte Verletzung zufügen. Und ich glaube auch bei Chirurgen, die sind oftmals psychopathologisch auffälliger als die Gesamtbevölkerung, auch aufgrund dieser Tatsache. Ne? Also das vielleicht jetzt mal nur am Rande, wenn wir schon bei Herzchirurgen sind. Das war eine sehr spannende Erläuterung und eine gute Zusammenfassung vielleicht für alle, die jetzt gerade merken, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe da ein Thema und ich glaube, das ist jetzt schon mein erster Hinweis oder eine erste Richtungsanweisung von dir. Mhm. Ich habe mir, beziehungsweise vielleicht kurz zuvor noch einmal, Selbstreflexion ist das Stichwort, eine Introspektion, Innenschau. Ne? Absolut. Wann macht man das heutzutage? Ne? Guck dir mal die Gesamtbevölkerung an. Mhm. Es ist ja irgendwie keine Zeit dazu. Es ist ja auch nicht irgendwie, man wird nicht dazu angeleitet. Man sollte wahrscheinlich vom Finanzamt auch mal einen Hinweis bekommen, haben Sie heute schon Ihre Innenschau gemacht? Dann dürfen Sie die Steuern zahlen oder auch nicht. Ne? Oder gibt es einen Rabatt vielleicht? Ich finde das so wichtig, dass mehr promoted wird, dass man das öfter sagt, wie wichtig es ist, nach innen zu schauen, selbst zu reflektieren, Abstand von den Gedanken und Gefühlen zu gewinnen, um zu erkennen, was eigentlich in einem passiert. Ich glaube, so viele Probleme würden sich damit lösen lassen. Ja. Wie passiert das aktuell über Menschen wie dich und mich und dein gesamtes Team? Weißt du, es gab eine Zeit, da gab es noch keinen Rat. Und das wurde irgendwann erfunden und erstmal wurde dann der Mensch, der das Rad erfunden hat, belächelt, ja, und die anderen sind mit ihren eckigen Rädern dann irgendwie weiter gekrückt, ja, und haben gesagt, naja, also bevor wir jetzt hier irgendwie die Ecken abschlagen, da haben wir gar keine Zeit für, wir müssen arbeiten, das ist wieder, ne, das Sägebeispiel der Holzfäller im Wald. Doch irgendwann hat es sich durchgesetzt. Man hat erkannt, oh Mensch, das ist ja wirklich total toll. Das ist zielführend. Wir sparen Energie und tun uns damit was Gutes, ne, weil der Rücken nicht ständig kaputt ist und so weiter. Und immer mehr haben dann sozusagen mit runden Rädern ihre Wagen gezogen oder Lasten. Und ich glaube, dass aktuell auch natürlich durch die Mental Health Bewegung über Social Media und so weiter da richtig, richtig viel passiert und ein neues Bewusstsein reinkommt. Das liegt daran, dass natürlich Apps, dass Podcasts oder auch YouTube einfach geeignete Plattformen dafür sind, um Entspannung zu teilen, um die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben. Und seit das so stattfindet und Persönlichkeitsentwicklung nichts mehr unbedingt Spirituelles, beziehungsweise spirituell schon, aber nichts Esoterisches mehr hat oder da nicht mehr direkt mit assoziiert wird, gehen da, glaube ich, viel mehr Leute auch unbefangen ran und trauen sich, das Ganze irgendwie für sich zu nutzen. Ja, bin ich voll bei dir und ich glaube auch, dass wir da sehr viele positive Entwicklungen zu verzeichnen haben. Trotzdem gibt es jetzt wieder neue Zahlen zu psychischen Diagnosen in diesem Halbjahr. Mhm. Und es steigt trotzdem immer noch. Ne? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bin auch sicher, wir machen weiter, ne? Und versuchen da nochmal eine Lanze zu brechen für die Entspannung, für die Selbstreflexion. Ich habe natürlich deinen Podcast auch angehört und
mal geschaut, was du so machst, und ich fand es sehr spannend und inspirierend, wie viele verschiedene Formate du da ja hast. Ne? Du hast teilweise natürlich ganz klassische Entspannung, so wie ich sie auch kenne und mache oder aufnehme, und dann zum Beispiel auch Texte oder Audios, die sehr, wo du sehr intim auch mit deinem eigenen Erleben umgehst und das auch ganz öffentlich machst. Zum Beispiel deine Zweifel an dem Unternehmen, im Unternehmertum, deine Unfähigkeit zu verkaufen, deine Schwierigkeiten in Bezug darauf, einerseits so gerne zu geben und so gerne auch Content zu schaffen und andererseits aber irgendwie auch in der Pflicht zu sein, da was Produktives, was auch immer das heißt, herzustellen. Ich finde, das ist auch eine transparente und empathische Art des Unternehmertums oder des Kreierens von Angeboten und Dienstleistungen, das ich echt toll finde. Und daher die Frage, woher nimmst du die Selbstsicherheit, dich so zu öffnen? Weil das ist ja etwas, was eigentlich jeder versucht, gerade bei Insta und im Netz und überall zu verschleiern. Ja, keine Schwäche zeigen. Jeder kommt mit seiner Rolex und hier ist meine Karre und hier ist meine Freundin und ich bin so geil. Und du scheinst das nicht zu brauchen. Und ich frage mich, warum? Das ist mir einfach zu anstrengend. Wenn ich morgens aufstehe, möchte ich mir keine Maske aufsetzen, um durchs Leben zu gehen. Denn diese Fassade aufzubauen und beizubehalten, ist zum einen genau konträr zu meinem achtsamen Lebensstil, nämlich dass ich tatsächlich immer wieder einen Umgang mit Gefühlen, mit meinen Empfindungen pflege, und ich bin total schlecht im Fühlen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Also das ist nichts, was ich irgendwie super gemeistert habe oder ähnliches. Nein, ich bin da permanent in der Übung. Ich habe keine Lust, einer von denjenigen zu sein, die nach draußen suggerieren, dass das alles immer toll ist, dass das Leben immer rosig und blumig sein muss. Mhm. Ich glaube, dass wir Stress niemals vermeiden können, dass das Leben uns immer wieder auch Steine vor die Tür legt, über die wir irgendwie drüber müssen. Und das offen und ehrlich zu zeigen, dass auch Coaches, Berater oder jeder Mensch hat diesen Struggle, und ich glaube, dass wir voneinander viel besser lernen, wenn wir da ganz transparent und offen mit umgehen, dass wir sagen, hey, pass mal auf, das sind die Dinge, die mich auszeichnen, die kann ich gut, und das sind die Dinge, die kann ich überhaupt nicht. Je selbstverständlicher wir in unserer Funktion im weitesten Sinne als Berater oder Therapeut, Coach, wie man das jetzt auch nennen möchte, als Mensch schlussendlich, je transparenter wir damit sind und je offener wir damit umgehen, umso eher trauen sich vielleicht auch andere Menschen zu sagen, hey, pass mal auf, ja klar, Verkauf, das liegt mir auch überhaupt nicht. Ja, das fällt mir total schwer und ich habe geile Produkte, aber schlussendlich kriege ich sie nicht vermarktet und deswegen gebe ich vielleicht meine sinnstiftende Tätigkeit auf, werde traurig, müde, was auch immer. Ja, und da einfach zu zeigen, das Leben ist Arbeit, ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Schritt. Ich glaube einfach, diese Vielzahl an Masken, die wir im Alltag tragen, die schadet uns, weil wir uns immer mehr von uns selber entfremden und uns verlieren, Stück für Stück. Ja, ist genau wie mit Kompensation, Alkohol und so weiter. Wir betäuben in dem Moment akut irgendeine Scheiße, aber wir betäuben eben auch all das drumherum, das Schöne, das, was uns auszeichnet. Und deswegen funktionieren diese Kompensationsstrategien nicht und auch dieses Maske aufziehen etc. Ja. Ist ja auch wieder so ein gewisses Männerding, ne? Du, was du angesprochen hast, die Schwierigkeit zu fühlen, bei mir genauso. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir es nicht so richtig beigebracht bekommen oder es schwerer haben, es beigebracht zu bekommen, weil der Kontakt zum Vater oftmals nicht so intensiv ist wie der von Mädchen zur Mutter und die Väter auch nicht so gut einem zeigen können, wie man fühlt und dass man fühlt. Und was wir eigentlich bräuchten oder was Jungen bräuchten, wären ja emotionskompetente Männer, die sagen, hier, heul mal eine Runde, das ist okay, das kannst du machen, ist kein Problem, danach geht's dir besser, da werden deine Stresshormone abgebaut, hat überhaupt keinen, hat nichts mit dem Angriff auf deine Männlichkeit zu tun, das ist jetzt vielleicht nochmal so eine Art Schlussrunde. Männer und Entspannung. Wie schaffen wir es? Du hast gerade schon gesagt, ne, vorhin mit der Produktivität, dass man eigentlich Entspannung in den Arbeitsalltag einzubauen, ist smarteres Arbeiten. Man hat weniger Kosten und mehr Nutzen. Wie schafft man es noch? Kann man das irgendwie umworden? Ich beschäftige mich ja viel mit so Fragestellungen, wie kann man Dinge, die einem gut tun, besser klingen lassen für die Menschen. Ne? Das ist eigentlich reines Marketing, aber ich glaube, dass sowas wie Psychotherapie bei Männern einfach
Widerstände auslöst, genau wie das Wort Hilfe, weil Hilfe impliziert, dass ich hilfesuchend oder sogar hilflos bin. Und das möchte natürlich niemand. Oder vielleicht anders gefragt, wie sind deine Erfahrungen mit Männern? Was hat da funktioniert bei dir? Wenn ich so die letzten Kurse, Vorträge, Workshops, Revue passieren lasse, dann war der Frauenanteil ungefähr bei 80%. Mhm. Also Männer tun sich in der Tat sehr schwer damit, auch wenn es freiwillige Angebote waren, ja, oder teilweise sogar vom Unternehmen bezahlt und so weiter. Mhm. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass Männer ihre Probleme zunächst versuchen, für sich zu lösen, um genau das, was du schon angesprochen hast, diese Schwäche, nicht so sehr zu zeigen. Mhm. Das kann damit zusammenhängen, dass wir uns immer noch als Alpha-Tiere irgendwie positionieren müssen, wo es darum geht, der Potenteste zu sein, der Stammesführer schlussendlich, wie wir das aus der Steinzeit im Prinzip übernommen haben. Und wie es sich über die Generation im Prinzip auch immer weiterträgt. Ne? Also wenn wir an die Kriegsgeneration denken, da war kein Raum für Gefühle, für Schwäche, sondern die Männer mussten funktionieren, andere Männer töten, damit entsprechend der Krieg gewonnen wird. Und diese Härte, die kommt mit jedem Krieg wieder und wird natürlich über die Generation weitergegeben. Um Entspannung jetzt attraktiver zu machen, braucht es, glaube ich, ein kollektives Bewusstsein dafür, dass Entspannung, genauso wie Fitnesstraining, wie Muskelaufbau, ein essentieller Bestandteil von Gesundheit ist. Genau wie Dehnen, was Männer in der Regel auch nicht gerne machen. Ja, weil auch das nicht unbedingt etwas mit sichtbarer Produktivität zu tun hat, aber den Bewegungsapparat gesund hält. Ja. Das ist eine gute Analogie, ne? Weil Flexen ist ja genau das Gegenteil von Dehnen und ich mache das nur in die Richtung, ne? Nur so kontrahieren den Muskel. Ne? Ja. Ja, hoffen auf das Beste und wir machen einfach weiter und versuchen auch möglichst viele Männer jetzt hier vielleicht abzuholen und zu sagen, auch Entspannung ist genauso männlich wie über Gefühle zu sprechen, Gefühle zu zeigen und vor allem sich in schwierigen Situationen Hilfe zu suchen. Ich glaube, wahrscheinlich ist es das Männlichste überhaupt, irgendwann mal zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich brauche was Neues, ich brauche Hilfe und dann eben ja aufzustehen und weiterzumachen, ne? Und vielleicht nochmal als kleiner Appell für die Männer, beginnt zunächst mit Männern drüber zu sprechen. Ja, es ist deutlich leichter, Probleme unter Männern zu regeln, als dann mit einer Frau in den Dialog zu gehen, weil einfach hier ganz unterschiedliche Problemlösestrategien angewandt werden. Jeder kennt das typische Gespräch mit dem besten Freund in der Kneipe. Auch das kann Entspannung sein, das kann total lösungsorientiert sein, wenn es eben in einem Bewusstsein und nicht als Kompensation irgendwie genutzt wird. Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, die meisten werden dann erkennen, dass man mit diesem Problem nicht alleine ist, sondern dass alle das in irgendeiner Form erleben, miterleben und dann eben auch entweder kompensieren, lösen. Manchmal ist da einfach so zwischen uns Männern eine gewisse, ja, unsichtbare Barriere. Und wenn einer es schafft, da durchzustoßen, dann ist plötzlich Platz und Raum und dann wird auch offener geredet. Ja. Ne? Und je zufriedener wir mit unserer Tätigkeit sind, um das nochmal aufzunehmen, desto weniger stark ist, glaube ich, das Konkurrenzdenken ausgeprägt und je weniger Konkurrenzdenken oder Wettbewerb, Wettkampf unter auch beispielsweise einer hierarchischen Ebene herrscht, desto leichter fällt es uns natürlich auch, uns zu öffnen, über Schwächen auszutauschen, ja, in den Dialog zu gehen. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Johannes. Und darauf entspannen wir uns ja, alle jetzt erstmal eine Runde. Und vielen Dank fürs Zuhören und ja, einen schönen, entspannten Nachmittag. Gute Entspannung in diesem Sinne. Vielen Dank für die Einladung, Adrian.